Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ratchet Clank Tools of Destruction. In der letzten Folge haben wir ganz viele Dinos getötet und die Uhrzeit ist nun Uhrzeit. Und wir haben Seelen und deswegen gehen wir zu dem guten alten Seelenhändler, um ganz viele Bones zu bekommen. Und dann gehen wir zu den Gladiatoren kämpfen, denn da machen wir sicher auch irgendwas wieder wegen Bones und Captain Quark. Yeah, dann sehen wir wieder Captain Quark. Das wird gut. Jojo, ich verkaufe hier alle Seelen. Unglaublich. Diese Seelen sind selten. Wenn du mehr davon findest, leg ich was drauf. Boah, ja. Hier hast du sogar noch einen Stilpunkt. Wegen extra viel Money. Das finde ich gut. Das läuft doch. Was können wir denn kaufen? Partner, was können wir denn für dich tun? Nicht mal eine Waffe. So, wir haben echt gut Geld. Das gefällt mir. Schubidu. Und jetzt können wir eine Waffe aufrüsten. Der Alpha-Spalter ist natürlich richtig teuer. Müssen wir die Kreisklingen, damit die ein bisschen schneller geboostet werden. Oder den Nanoschwärmer. Nanoschwärmer. Größeren Bereich, ja, dann macht er häufiger Schaden. Wird erledigt. Das ist schon was sehr Sinnvolles. Gesagt, jetzt wird der Bereich richtig riesig. Gesagt, getan. So mega riesig. Wenn er sogar noch größeren Schaden macht, dann fetzt er ja alles weg. Gesagt, getan. Was ist das für ein Steck? Oh. Kannst du sogar die Gegner noch einfrieren? Oder was? Okay, noch ein bisschen mehr Schaden. Und dann ging halt alles für die eine Waffe drauf. Außer in den Kreisklingen ist noch irgendwas günstig. Nö. Na gut. Dann ist die eine Waffe jetzt richtig, richtig fett. Auf zu Captain Quarky Boy. Juhu. Zum Planeten Mukov. Oder so. Ja. Da haben wir noch keinen einzigen Bolt. Hier aber ganz schön viele. Pah. Schubidu. Durch den Teleporter in den anderen Sektor. Imperiales Kampffestival. Schon wieder. Deine gute Abkühlung ist immer nicht schlecht. Ja, ja. Yeah. Der Ratchet. Der Attentäter ist zurück. Sofort das Festivalgelände durchkämmen! Oha. Wir wollen aber doch nur zur Arena, Mann. Zur Arena, Mann. Wo ist denn ganz die Arena? Alle militärischen Raumschiffe zur Markatstation in Sektor 9. Alle zivilen Fahrzeuge sofort evakuieren. Oha. Aber gleich mit unserem Schnurrbart können sie uns wieder nicht sehen. Das ist ganz schön praktisch. Also, wenn wir gleich da sind. Yay! Müssten nur Wachen am Eingang aufstellen. Hätten die ein Problem weniger. So. Nur zuzusehen, wie unser nobler Gladiator im Schlachtgetümmel unter schwierigen Bedingungen für Ruhm kämpft, lässt mich erkennen, dass ich froh bin, hier oben zu sein. Okay. Wir haben ganz viele Gegner. Und ganz viele Waffen. Sind die Gegner jetzt einfach stärker? Wow, ein Glückstreffer von Schnauzbart. Was macht der wohl als nächstes? Ich weiß nicht. Vielleicht noch mehr Glückstreffer. Oha. Die Waffe ist echt schwach. Ach, und dann Schleimi. So, weggebumst. Oh, weggebumst. Da hinten. Hey, 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 pass auf, sonst schließt du noch jemand damit die Augen aus. Das wäre sehr ungünstig. Besser den restlichen Körper. So. Also ich glaube, das sollte alles hier kein Problem sein. Ich fühle gerade ein Level-Up. Da wurde unser Außenseiter gerade zum Innenseiter.
Nee, du, Captain Quark, der hätte von mir gucken. Ein pures Captain Quark-Spiel, das wäre auch immer noch ein mega Ding. Also, das würde ich feiern. Was wahrscheinlich niemals erscheinen würde. Das Gefühl ist einfach, Ratchet & Clank 3 oder wenn man ihn als spielbaren Charakter in späteren PS3-Teilen hat. Wir haben einen Gewinner! Wenn mein Buchmacher anruft, sag ihm, ich bin verreist. Okay, der wirbelt. Oh Gott, wie komme ich dem denn? Zersäge ich ihn mal einfach. Okay, das ist kein Problem. Das ist ja gut. Aber es ist recht wenig Schaden trotzdem für ihn. Das ist schon mehr Schaden. An meinen Spezialstil. Es heißt, dieser ungeschlagene Krieger hätte während des alten Krakenkreuzzugs über 100 Lombax-Kämpfer erledigt. Ha, nur gut, dass unser Herausforderer kein Lombax ist. Muss ich so fliehen? Vielleicht? Okay, bei der einen Waffe weiß ich noch nicht so ganz, wie ich da hinkommen soll. Aber unsere Nanos könnten vielleicht einfach mal das Ding reißen. Hätte ich von Anfang an nehmen sollen. So. So läuft das doch schon besser. Na los. Nice. Oh, noch ein. Rüberspringen. Welche Waffe habe ich denn noch so, die gut Schaden macht? Vielleicht den Alpha. Den Spups. Zucker. Mehr Zucker. Mehr Stilpunkte. Hervorragende Arbeit, ihr unbekannten Fremden. Und jetzt eure gebührende Belohnung. Eine Holo-Piratenverkleidung. Perfekt für Partys und Undercover-Aktionen. Und für den Kleinen mein brandneues Trainingsbuch. Dein Körper aus Stahl. Damit kriegst auch du die Waden eines Champions. Gibt's einen Grund, dass wir hier sind, oder wolltest du uns bloß umbringen? Ist beides möglich? War nur ein Scherz. Hier, das habe ich bei Taxi und Zwäsche gefunden. Ich dachte, es wäre ein Hinweis. Es ist Zeit für den nächsten Teil von Polaris, Kompendium der historischen Wichtigkeiten. Wir behandeln heute die galaktische Großartigkeit von Iris, dem größten Supercomputer der Polaris-Geschichte. Der mysteriöse Gigant soll ein IQ von 3 Milliarden haben. Das sind etwa 170 Terafluidenweise oder 3 Milliarden Holonetz-Fans. Von unbekannten Wesen vor Äonen gebaut, war Iris einst die ultimative Suchmaschine des Universums. Jetzt steht sie mitten in von Piraten kontrolliertem Gebiet, der Öffentlichkeit unzugänglich. Ihr einziger Nutzer ist der Heuchler Captain Slack. Dies war ein weiterer deprimierender Teil von Polaris, Kompendium der historischen Wichtigkeiten. Vielleicht weiß Iris, wo der Dimensionator ist. Gehen wir. Nimm mich mit! Ich ertrage diese Undercover-Sache nicht mehr. Ich bin kein Superheld, nur ein Held. Wie soll ich denn überleben ohne einen Sponsorenvertrag, hä? Okay, keine Panik, Großer. Vielleicht könntest du ein Superheld sein. Du musst nur aufhören, so egozentrisch zu sein und meinerlich. Du hast recht. Schluss mit den Eitelkeiten. Es wird Zeit, dem Universum zu zeigen, wie unglaublich großartig ich bin. Entschuldige, Ratchet. Ich hoffe für dich, dass du nie unter dem Druck stehen musst, deine Galaxie zu retten. Wünsch mir Glück! Einfach göttlich, dieser Quark. Wir müssen also jetzt später Google suchen. Die von Piraten geentert wurden. Yeah, aber davor machen wir Gladiatorenkämpfe. Erledige die Gladiatoren, während deine Waffen willkürlich wechseln.
Wenn ich mir diese Burschen anschaue, weiß ich, warum auch ich Gladiator bin. Die Ehre, der Mut, der Ruhm und natürlich die Grobis. Ach, die Grobi. So. Los, meine Guys. Do your thing. Peitsch dich aus. Ich habe das Gefühl, als wären die Argonoiden von den neuartigen Waffen unseres Helden wenig beeindruckt. Aber doch, ich glaube schon. So. Die Waffen gehen einfach, wenn sie leer sind, neue Waffe. Dann aber so ganz random. Ach nein. Nein, nicht die Wirbel. Nicht die Wirbel. Hat ja geklappt. Irgendwie. Was für eine schwarze Voodoo-Magie setzt dieser Typ da ein? Er hat die Macht über die Naturgewalt. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ich bin mich verwirrt. Yes, hätte ich eine sinnvolle Waffe. Was erzähle ich denn? Natürlich hätte ich das. Boah, natürlich, Captain Quirky Boy. Gut, dass du alles kommentierst. Ich wäre sonst ganz aufgeschmissen. Boom, boom. Boom, boom. Hier einfach alles zerfetzt. Finde ich gut. Gott, die Reichweite ist schon groß, aber so groß auch wieder nicht. Nice. Pim, pim. Leute, es ist nicht leicht, mit einem 20-Kilo-Briefbeschwerer auf dem Buckel rumzurennen. Es sei denn, man verfügt über einen außergewöhnlich kräftigen Oberkörper wie ich. Ja, das stimmt natürlich. Habe ich schon mal von dir gehört. So, ist jetzt mal alles okay? Dankeschön. Herausforderung mit Bravour gemeistert. Ein Dutzend billiger überlebe den Daueransturm der Bumputz. Diese Gladiatoren wollen unserem Herausforderer die Schrauben anlegen. Das ist aber lustig. Mal sehen, ob ihm der Schlüssel hilft. Das war ja ein interessanter Spruch. So. Die beiden Waffen sind, glaube ich, die einzigen sinnvollen. Also, leveltechnisch. Es müssen mehr kommen. Mehr! Sind die schwächsten Gegner, glaube ich, gefühlt. Ist immer gut hier. So. So läuft das doch. Jemand muss diesem Kerl einen Dämpfer versetzen. Oh, nee, nee. Gefällt mir so ganz schon sehr. Boom, boom. Sind nicht viele getroffen. Ja, die Runden gehen ganz schön lang. Gegner? Ihr könnt auch rauskommen. Oh, jetzt kommen nur Zweierwellen. Das ist doch eine völlige Banane. Das ist echt nicht schwach. Das ist echt schwach. Und so viele Cocktails, wie sich ein Held wünschen kann. Glauben Sie mir, so viel Spaß bekommen Sie nirgendwo sonst geboten. Oh mein Gott. So, jetzt ist die eine Waffe alle. Ja. 15 Schuss, das sollte passen. Oder ich spiele ein bisschen Action mehr. Ach, nee, das... Beep, 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 beep. Oh. Ich weiß es nicht. Gewinnen etwa? Vielleicht. Boah, gewonnen. Wie angekündigt. Easy. Nächste Runde. Unantastbar ein Treffer und du bist erledigt. Nichts für Sensibelchen. Okay, das mit den Segen in der Mitte ist schon fies. Aber ich habe doch so meine Taktik. Der es funktionieren könnte.
mich einfach selber nicht einmal zuschlagen. Das finde ich gut. Guckt euch das an. Ich mache gar nichts. Mehr oder weniger. Diese Feinde sind so wild, dass mindestens die Hälfte meiner Stärke nötig wäre, um sie zu vernichten. Krass, die Hälfte? Boah. Ende. Das war echt einfach. Doppelangriff. Sodan und Kurshtu wollen eine Revanche schaffen. Schaffst du sie beide? Und jetzt zum ersten Mal in der Geschichte von Polaris ein Kampf, wie ihr ihn noch nie gesehen habt. Doppelte Schmerzen, doppeltes Leiden, doppelte Gefahr. Doppelte Gegner-Action. Oh mein Gott. Ein Tag-Team-Match gegen unseren haarigen Herausforderer. Oha. Gut, da muss ich kurz laden. Da wechselt er. Nutzen wir unsere Nanos. Dingsbums, Hand in nicht vorhandener Hand. So etwas Erwerbliches hat. Ich weiß den Namen auch nicht mehr. So. Wechselt er? Nein, noch nicht. Ich möchte nicht die Attacke super früh verballern. So, er sollte gleich wieder umswitchen, oder? Oha. Boom! Boom! All the booms! Er ist bei der Halbzeit. Er ist anscheinend erst bei der Halbzeit. Aha. Oha. So. Hier ist das. Das ist ein Schaden des Todes. Dann einmal muss jeder Gladiator akzeptieren, dass er vollkommen geliefert ist. Für diesen Kerl ist dieser Zeitpunkt gekommen. Das war ja ein schneller Wechsel. Hey, 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 pass auf, sonst schließt du noch jemand damit die Augen aus. Ja, den Bösewicht. Er hält viel zu viel aus. Ernsthaft, er hält viel zu viel aus. Ach komm, bleib stehen. Die Waffe ist auch alle. Das ist natürlich ungünstig. So, dann machen wir so weiter. Wie viel denn noch? Halt, stopp! So, der ist jetzt anscheinend gestunt. Gehst du weg? Nee, der ist immer noch da. What the fuck? Dann halt den Alpha-Spalter! Den Alpha-Spalter! Dankeschön. Weg ist er. Wo ist jetzt Mr. Großboy? Mit dem Alpha-Spalter! Mit dem Alpha-Spalter. Herausforderung abgeschlossen. Blub, blub, blub. Cool. Ich würde sagen, damit beenden wir es für erste die neue Gladiatorenrunde. Mit mir, Zavex und Ratchet Clank, Tools of Destruction. In der nächsten Folge machen wir den Rest weiter und reisen dann auch weiter mit unserer krassen neuen Piratenverkleidung. Oh yeah. Tschüss, Sikowski. Ciao.